Seit dem 13. März gilt das praktische Berufsverbot für viele Branchen. Das hat dramatische Folgen für Wirtschaft und Wohlstand. Von Firmenkonkurs über Massenarbeitslosigkeit bis hin zu häuslicher Gewalt. Die pauschale Lockdown-Strategie vom Bundesrat nimmt tragische Einzelschicksale als belanglose Kollateralschäden in Kauf. Die Strategie vom Bundesrat unterscheidet nicht zwischen immunen, gesunden, geheilten, gefährdeten und nicht gefährdeten Gruppen. Das ist falsch. Der Lockdown geht zu weit und schadet mehr, als er nützt. Es geht nicht darum, die Wirtschaft gegen Menschenleben auszuspielen, denn wir wissen, dass die Wirtschaft auf gesunde Menschen angewiesen ist. Gleich wie auch ein leistungsfähiges Gesundheitssystem auf eine funktionierende Wirtschaft angewiesen ist. Wichtig wäre, den Notstand per 19. April aufzuheben und durch folgende Regeln zu ersetzen. Die Hygienemaßnahmen und Social Distancing haben sich als sinnvoll erwiesen. Auch kann man über eine Schutzmaskentragpflicht diskutieren. Alte und geförderte Personen sollen sich selber isolieren, um eine Ansteckung zu verhindern. Die nicht geförderte Bevölkerung soll wieder arbeiten dürfen. Läden und Restaurants dürfen die Einhaltung der Schutzmassnahmen wieder aufmachen. Als Schulverbot ist um die Berücksichtigung dieser Massnahmen wieder aufzuheben. Außerdem muss sich der Staat auch in schwierigen Zeiten nicht übermässig verschulden. Es würde schon länger, wenn er die Leute weniger behindern, also unnötige Regulierungen aufheben und den Leuten weniger Geld wegnehmen, also Steuern senken. Darum unterzeichnet unsere Petition, wenn wir zurückkehren zum Alltag und die schwierige Situation nicht unnötig verlängern.